Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und heute gibt es mal wieder ein Halloween-Special. Ja, ich habe im Vorfeld auf meiner Facebook-Seite so ein bisschen um Inspiration gebeten. Ich habe letztes Jahr an Halloween auch schon ein Special gedreht und zwar zum George Dickel. Das ist ein amerikanischer Whisky, der in Tabasco-Fässern nachgereift wurde. Klingt vermeintlich grausam, tatsächlich fand ich ihn gar nicht so schlecht. Ist halt was extrem Spezielles, aber für ein Whisky-Tasting ist er sicherlich nicht verkehrt, um mal zu zeigen, wie kann so eine verrückte Art der Reifung riechen und schmecken. Ich habe dieses Jahr auch wieder ein Video drehen wollen und eben, wie schon gesagt, auf meiner Facebook-Seite so nach ein paar Empfehlungen gefragt und tatsächlich wurde dieser Single Malt Whisky aus der Schweiz extrem oft empfohlen. Der Scent ist Dreifaltigkeit. Warum wurde er empfohlen? Er soll rauchig sein und der Rauch soll so speziell sein, dass er entweder richtig gut gefällt oder er halt eben so gar nicht gefällt. Ja? Und ich habe mir einfach mal ein Fläschchen besorgt. Vielen Dank an den edlen Spender an der Stelle. Ich werde ihn jetzt mal probieren. Dieser besondere Rauch kommt auf verschiedene Art und Weise hier rein. Die Gerste wird über einem Feuer gedarrt, das zum einen mit Hochmoortorf geschürt wird, zum anderen aber auch mit verschiedenen Eichenspänen. Das gibt dem Ganzen halt eben, wie man sagt, so eine schinkige Note. 52 Volumenprozente stehen drauf, Fassstärke sagt das Etikett, Cask Strength. Und dieser besondere Rauch wird auch noch durch die Reifung in kleinen Bierfässern aus Eiche gefördert, die dem Whisky wirklich eine krasse Farbe gegeben haben. Die echt ist. Und durch den Alkoholgehalt ist er auch nicht kühl gefiltert. Leider steht hier nirgends drauf, wie alt er ist. Falls es von euch jemand weiß, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Was man weiß, halber Liter kostet 40 bis 45 Euro. Ich werde ihn jetzt einfach mal probieren, um dem Ganzen mal auf den Zahn zu fühlen, ob er denn wirklich so schlecht ist wie, ja, nicht alle, aber viele sagen. Wobei man auch immer dazu sagen muss, es gibt keinen schlechten Whisky, es gibt nur besseren. Und für jeden Whisky gibt es auch irgendwo einen Liebhaber. Und es waren auch ganz viele, die gesagt haben, der ist ganz cool. Von daher, aber was sind das bitte für Bierfässer? Das sieht ja aus wie ein 21 Jahre alter Glendronach von der Farbe. Heftig, Teakholzfarben. Brutal. Ob das wirklich nur Bierfässer waren? Oder ob der nochmal einen Finish in irgendeinem Weinfass gekriegt hat? Schauen wir mal. Also der ist sehr auf der Fassseite. Ist bei der Farbe auch eigentlich zu erwarten. Eine intensive Packung von Holz. Ich bilde mir ein, dass ich diese Eichenspäne rieche. Haben sowas richtig Schokoladiges. Wobei aber auch eine gewisse Süße hier mit drin ist. So eine Vollmilchschokolade ganz einfach. Und dann kommt der Rauch und der riecht tatsächlich wie ein Schwarzwälder Schinken. Also man kann sich diesen Dreifaltigkeit so vorstellen, schnappt ihr ein Stück Milka-Schokolade und rollt es in einen Schwarzwälder Schinken. Und spicke das Ganze mit Eichenholzchips. That's it. Aber wirklich schlecht finde ich ihn jetzt vom Geruch nicht. Ich finde ihn auch nicht wirklich gut. Das liegt aber tatsächlich daran, dass ich nicht der Fan von Whiskys bin, die zu fasslastig sind. Wenn man da zu viel Holz riecht, das ist nicht mein Ding. Ich habe den Rauch hier drin nicht zu bemängeln. Ich finde, der bindet sich da schön ein. Klar ist er besonders durch diesen Schwarzwälder Schinken, was mit Sicherheit nicht jedermanns Sache ist. Aber so schlimm, wie manche sagen, finde ich ihn nicht. Slange. Er ist kräftig mit den 52 Volumenprozenten, aber angenehm, ist nicht scharf oder sprittig. Tatsächlich erinnert mich an Torf, ja, so wie ich es von schottischen Whiskys kenne. Dann zwitscht aber in diesen Schinken. Also dieser Torf, dieser Hochmoortorf, der da verwendet wurde, den spürt man tatsächlich. Hat so ein bisschen was von einem Schotten im ersten Antritt. Ist auch eine gewisse Süße da, danach switcht, es wird würziger, es wird trockener, man hat diesen Schinken auf der Zunge und zum Abgang hin, der tatsächlich relativ lange ist, wahrscheinlich auch den 52 Volumenprozenten geschuldet, kommt sowas, was für mich Sentis typisch ist. Ich finde, Sentis hat so eine ganz eigene Aromatik, jeder empfindet ihn ein Stück weit anders, ich finde, Sentis Whiskys riechen wie Babypuder. Und ich finde, der schmeckt auch so hinten raus. Ich habe zwei Kinder, die waren auch mal tatsächlich klein. Ja. Ich finde, der schmeckt hinten raus total nach Babypuder. Das ist für mich Sentis typisch. Ich habe jetzt mal ein bisschen Wasser rein. Oh, jetzt wird der Holzrauch richtig intensiv. Schinkiger Holzrauch. Fast schon ledrig.
Die Eiche kommt durch, deutlicher. Also das ist jetzt heftig. Ich weiß nicht, auf wie viel Volumenprozent ich runtergekriegt habe. Ich habe schon Schwungwasser rein, vielleicht 46 ungefähr. Aber jetzt fängt er an, mir nicht mehr zu gefallen. Also runterverdünnt kriegt er diese Charakteristik, wo ich sage, okay, ich kann diese Meinung verstehen, warum der nicht so gut ankommt. Aber unverdünnt hat er mir ganz gut gefallen. Aber der Schinken, der ist hier so heftig. Pff, brutal. Frucht finde ich hier nicht wirklich, mal by the way. Dafür ist einfach das Holz und der Rauch zu stark. Vor allem jetzt mit Wasser. Das war so meine Hoffnung, dass durch das Wasser ein bisschen Frucht kommt. Aber nee, Pustekuchen. So ein bisschen geröstetes Getreide, während ich in den Mund hatte. Jetzt ist er übelst mild, runder verdünnt, richtig, richtig seidig, weich auf der Zunge. Richtig elegant, süß, würzig. Ja, leicht dieser Torf. Also oftmals erinnern mich Kalilas an so Paprika-Edelsüß. Ja. Das hat er tatsächlich auch. Also wirklich im ersten Antritt, vom Geruch wird man ihn bestimmt nicht nach Schottland legen. Aber vom Geschmack, vom ersten Antritt, könnte man echt meinen, es wäre ein Islay-Whisky. Ist dann aber auch relativ schnell weg, wenn der Schinken wieder einsetzt, weil so krass schinkenlastig ist kein Schotte, was halt eben hier wahrscheinlich an den verschiedenen Eichenholzspänen liegt. Krass. Ja, ist er speziell? Auf jeden Fall. Ist er schlecht? Finde ich nicht. Ich finde ihn nicht wirklich gut, ich finde ihn aber auch nicht wirklich schlecht. Also ich bin tatsächlich jemand, der dann mit seinem Urteil irgendwo dazwischen liegt, was aber einfach daran liegt, dass ich nicht so ein Fan von zu viel Eiche bin. Und der hat für meinen Geschmack tatsächlich viel zu viel Eiche. Klar ist der Rauch speziell, aber ich finde ihn nicht schlecht, ist mal was anderes. Ja? Also wirklich ein sehr besonderer Whisky, ein sehr spezieller Whisky, der aber keinesfalls schlecht ist. Also ich kann den Whisky hier auf gar keinen Fall mies machen. Und warum auch? Er ist es nicht. Ja? Schreibt mir gerne eure Meinung zum Sentis Dreifaltigkeit hier mit unten rein. Was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, wonach der für euch riecht. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!